Darkside Game Studios. Unreal Technology. 2K. Jager. Ladebalken. Spec Ops The Line. Damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen weiteren Let's Play zu mir zu Spec Ops The Line, meinem zweiten Projekt. Ein typisches Shooter-Spiel. Und ja, man sieht jetzt hier schon mal im Startscreen sieht man schön die umgekehrte Amerika-Flagge. Und das hier will ich, dass wir wirklich alles komplett in der Wüste sind. Also da kann man ja schon mal drauf absehen, dass wir am Anfang eben in der Wüste starten werden. Und ja gut, ich will ja nicht so lange hier drüber quatschen, sondern gleich mit dem Anfang drückt man eine beliebige Taste. Wir machen die Kampagne natürlich und machen ein neues Spiel. Ich habe jetzt mal ein bisschen angespielt, mal ein bisschen so gut, wie das alles so ist, und deswegen werde ich ein komplett neues Spiel starten. Kampagne, der Feind ist gefährlich und leichter soll die Widerstand. Das finde ich meinen Spieler geil. Was? Also Strandschwestern. Die Gegner sterben wie die Flieten und sind weniger gefährlich als normal. Empfohlen für Shooter-Neulinge. Zielhilfe ist standardmäßig aktiviert. Achso, Saved-Mode-Mission. Feinde sind aggressiv und gefährlich, nur für erfahrene Spieler. Ja, gut. Erstmal hier. Die Musik ist vielleicht noch ein bisschen zu laut. Ja, die Soundeffekte noch. Okay. Naja, so ist besser. Also nochmal. Kann man hier ein neues Spiel? Evakuieren 1. Ja. Und. Ja, ich finde jetzt so der Shooter-Pferd. Und deswegen werde ich, glaube ich, jetzt mal mit dem Kampfeinsatz anfangen. Also für die mittleren Schwierigkeitsgrad ist das mal ganz okay. Und nun geht's los. Hier mit Spec Ops The Line. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsam und ruhig halten. Hast du den Verstand verloren? Schau mir. Ein Kampf. Nach Hause, mein Gott. Happy. Das war nicht der letzte. Ich sehe sie. Ja, ich. Okay, schalte ich den Kopf auf. Feuer. Okay, was passiert hier? Stirb doch einfach. Stirb. Geht kaputt. Eine Schecke. Sind wir etwa tot? Ist das vorbei mit uns? Früher.
Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper 1 Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Respekt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Wow. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, es geht also jetzt darum, den Funkspruch zu finden. Der 800 Jahre Special Guest, Taki. Hey! Damit sind natürlich ja wir gemeint, also. Ich. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Kapitel 1. Aber klar doch! Die Evakuierung. Okay, Leertaste. Okay, in Deckung gehen. Versprinten, okay. Leertaste, Deckung. Okay, alles über Leertaste. Halte Maus 2 und Ziel. Aha. Zielvorrichtung checken. Aha. Rührt sich was? Nein, alles okay. Alles gut. Gut. Mit Tab? Nee. Okay, wenn man weiter geht, ich mach mal weiter. Was war das denn? Achso, Umschalttaste. Hallo? Wow. Hallo? Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Das sieht ja mal episch aus hier. Und sehr hohe Tor. Das wird reichen. Ah, die treffe ich gar nicht. Okay, muss nachladen. Okay. Weiter geht's. Zur Straßensperre. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Die armen Leute. Hey, hier ist ein Seil. Dann wollen wir mal. Aber natürlich, let's halt abseilen. Achso. Whee! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch, konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Das ist schon Auto. Unsere Befehle sind klar. Das ist schon Auto. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab.
Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Aha. Okay. Mal ganz schnell. Hey, zack, habt ihr das gehört? Zack. Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Hier spricht Colonel John Conrad, United States Army. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint's zu sein. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. Verdammter Scheiße. So könnte man das auch sagen. Ach du meine Fresse. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Lass mal probieren. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Oh mein Gott. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Mein Kaffee ist in meinem Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Alles klar. Verdammt, wer sind die Kerle? Okay. Flüchtlinge! Überlebt alles los! Mach die platt. Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. Nur zu! Die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Nein. 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 Lade nach, gib mir Deckung! Ja. Da links, über die Düne, kommt noch mehr! Okay, geht ihr vor, Freunde. Ich hab euch hier mitgebracht. Wow. Walker, wir sind in Position. Schon dabei. Verstanden. Alter Bogen. Headshot. Jetzt geht's. Los. Okay, weiter geht's. Ganz schnell. Hopp. Immer in Bewegung bleiben. Los, weiter. Hinten raus. Und raus da. Kontrollpunkt erreicht. Granate! In Deckung! Wo steckt der? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Greif ihn an. Erwarte Befehle, Captain. Lugo, schalt ihn aus. Ja, Sir. Sauber gemacht. Rücke vor! Los geht's. Oben auf dem Boss! Schalt ihn aus! Ah, ich wollte nicht. Schalte ihn aus! Geh in Deckung. Brutalisiert! Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Rüber zu dem Container! Na los, weiter geht's! Immer ran, Freunde, immer ran! Ich laufe immer durch. Walker, die Tür!
Okay, umschalten Sie zum Nahkampf. Yes, Mother! Adios, amigos. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Munition, das ist schon mal gut. Was war denn das? Ach du Scheiße. Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Kaka! Scheiße, Massen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Schaffen wir diese Alpha-Patrouille zu retten? Vorsicht, Kontakt! Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, bei diesem Battle. Also dann schaltet wieder ein.